Du fragst dich, wann du jetzt bei Bitcoin wieder neu einsteigen kannst, wann du neue Trades aufmachen kannst. Das erfährst du nämlich in diesem Video. Wir traden bei Bitcoin bei 42.600 US-Dollar und wir werden uns noch einen Vergleich zu den traditionellen Märkten anschauen, wie es nämlich da im Moment aussieht und ob Bitcoin jetzt die gleichen Bewegungen macht wie die traditionellen Märkte. Dann können wir nochmal einen massiven Pump erwarten. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Das erfährst du jetzt alles in diesem Video und deshalb starten wir direkt rein nach dem Intro. Let's go! Gut, gehen wir erstmal rein, schauen uns das Ganze auf dem 4-Stunden-Chart an und wie du ganz gut sehen kannst, ist mal wieder unser 100er EMA zu Support fungiert. Das heißt, der 100er EMA ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Level in der jetzigen Phase für unseren Bitcoin-Preis. Weiterhin konnten wir erstmal nicht unter 40.700 Dollar schließen. Das ist erstmal ein sehr gutes Zeichen für uns, dass wir hier durchaus weiteren Support erwarten können und wir in diese Konsolidierungsphase reingehen, die ich euch ja dann hier auch im gestrigen Video gesagt habe, dass diese durchaus passieren kann. Ja, also ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt hier erstmal wieder in eine größere Konsolidierungsphase gehen, sowas ähnliches, wie wir hier an dieser Stelle gesehen hatten, bevor wir dann wieder den Ausbruch nach oben hatten. Auch hier sind wir in einer Konsolidierungsphase gewesen von 9. November bis zum 29., also knapp 20 Tage und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bitcoin das auch hier an dieser Stelle wieder machen wird. Jetzt ist natürlich spannend, was dann passiert, sollten wir unter den 100er EMA schließen. Deshalb, wir schauen uns jetzt hier ganz genau einmal natürlich ein bullisches und das bärische Szenario an für euch Trader, damit ihr das Ganze einfach richtig für euch verwenden könnt, sei es in die eine Richtung oder auch in die andere, wenn ihr Short eingestellt seid oder Long eingestellt seid. Ganz wichtig, ich sage es jetzt euch nochmal hier ganz ehrlich, für mich gibt es keinen Grund, jetzt hier irgendwie reinzuschorten. Für mich gibt es auch keinen Grund, jetzt hier irgendwie eine Short-Position aufzumachen und zu hoffen, dass wir jetzt hier nach unten fallen. Ja, das ist für mich einfach viel zu riskant, weil ich immer noch davon ausgehe, dass Bitcoin Richtung 48.000 bis 50.000 Dollar nach oben marschiert und wir sind weiterhin in einem massiven Aufwärtstrend. Das siehst du nämlich hier auch nochmal ganz gut, dass wir hier wirklich massiv, massiv nach oben ansteigen. Und jetzt ist es natürlich so, diese Korrekturphasen, die gibt es immer wieder. Die haben wir uns auch in den letzten paar Videos angeschaut. Wir haben hier unten einen sehr, sehr wichtigen Support. Zum einen einmal auf dem Tageschart. Das ist einmal unsere 39.700 bzw. 39.670 US-Dollar. Und da kommt im Moment auf dem 4-Stunden-Chart unser 200er EMA hoch. Das heißt, eigentlich hier bis zum Samstag 1 Uhr wird dieser 200er EMA auf dem 4-Stunden-Chart hier hochwandern in unseren wichtigen Support-Bereich. Und du siehst es auch nochmal hier ganz schön. Wir haben hier auf der linken Seite nochmal unsere Vektorkerzen. Das heißt, diese Vektorkerzen zeigen uns ja nichts anderes an, dass wir hier an dieser Stelle sehr, sehr starkes Kaufinteresse in den Markt reinbekommen haben. Und somit ist es natürlich interessant für die Market Maker hier unten nochmal reinzukommen, weil hier nochmal sehr viel Liquidität liegt in diesem Bereich. Ja, aber, und jetzt kommt nicht das große Aber, du siehst es, diese 40.700 Dollar, zeichnet dir die unbedingt ein. Die sind sehr wichtig. Wir haben hier nämlich mal Support, nochmal Support und das Ganze hier nochmal Support bestätigt. Das bedeutet, wir haben keinen 4-Stunden Kerzenschluss unter unseren 40.700 US-Dollar. Und noch einmal ganz kurz, wenn du hier nichts verpassen willst, lass auf jeden Fall gerne mal ein Abo da, würde mich sehr drüber freuen. Von Montag bis Sonntag bekommst du immer ein Update-Video, damit du dich auf den Trading-Tag vorbereiten kannst, damit du aus dieser volatilen Phase, die es jetzt bei Bitcoin gibt, perfekt davon profitieren kannst. Mach's so nach wie der Stefan, das passt natürlich jetzt gerade perfekt, der hat auch gerade abonniert, also lass gerne auch mal ein Abo da, würde mich sehr drüber freuen. Jetzt schauen wir uns noch die Indikatoren an auf dem 4-Stunden-Chart, wie es da im Moment aussieht und wir sind weiterhin bullish unterwegs. Aber, und jetzt kommt das Aber, auf dem 4-Stunden-Chart MACD sehen wir, dass wir hier gerade unser Momentum nach unten hin abnimmt. Das heißt, unsere Signallinie zu unserer Durchschnittslinie scheint so, als würde diese jetzt hier gerade wieder so einen Cross reinkriegen. Und wenn das passiert und wir hier wieder eine Überschneidung von unserer Durchschnittslinie zu unserer Signallinie bekommen, ist das erstmal wieder bearish zu sehen. Aber jetzt abwarten, denn ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier dann noch einen schönen großen doppelten Boden reinbekommen. Das Ding wäre nämlich dann auch hier, dass wir auch an dieser Stelle dann nochmal einen riesengroßen doppelten Boden uns hier reinkriegen könnten. Das wäre natürlich nochmal ein mega gutes und bullisches Zeichen. Das heißt, das müssen wir uns auch jeden Fall dann nochmal auf kleineren Zeiteinheiten anschauen.
weil wir müssen ja dann hier ganz genau schauen, wo können wir dann dementsprechend hier an dieser Stelle richtig einsteigen. Und wenn wir uns dann hier unten nochmal das Volumen dann dazu anschauen, ist es im Moment so, dass das Volumen weiterhin jetzt erstmal so in den letzten paar 4-Stunden-Kerzen abgenommen hat. Das siehst du hier unten nochmal ganz gut. Aber dieser ganze Block war wirklich sehr, sehr, sehr stark. Also eigentlich die ganze Woche war an Volumen wirklich sehr, sehr viel los hier im Chart. Und das Ganze hat man dann auch nochmal bei unserem RSI gesehen, weil der RSI hier massiv dann nochmal nach unten gefallen ist in den überverkauften Bereich. Der RSI zeigt uns nur ganz grob an, wo wir hier in den überverkauften oder in den überkauften Bereich sind. Also wo ist der Markt überhitzt oder wo kühlt der Markt dementsprechend ab. Und genau da sind wir unten reingekommen. Seitdem haben wir wieder einen schönen Bounce nach oben gesehen. Und man muss halt auch dazu sagen, Leute, das sind halt wieder Bewegungen von 3000 Dollar. Und der RSI ist bei 50 Punkte. Also da hat sich auch seit gestern nicht allzu viel erstmal verändert. Das heißt, meiner Meinung nach, wenn man das sich jetzt hier anschaut, auch nochmal mit dem VRVP, ist es so, dass wir spätestens hier unten wieder massiven Support erwarten können. Und ich gehe stark davon aus, dass wir heute hier nochmal so eine kleine Bewegung runter machen, um diesen Wick hier zu füllen. Das schauen wir uns nämlich dann auch nochmal gleich auf dem 15-Minuten-Chart an, weil das wird natürlich dann hier an dieser Stelle richtig interessant. Du siehst es nämlich hier mit unserem VRVP, das zeigt uns an, wie viel hier getradet worden ist und wie viel Volumen umgesetzt worden ist in dieser ganzen Bewegung hier. Und dann siehst du natürlich, weil wir hier oben etwas konsolidiert sind, dass hier oben das meiste Volumen akkumuliert worden ist, aber das zweitmeiste bzw. drittmeiste Volumen ist schon hier unten bei knappen 41.886 Dollar hier akkumuliert worden, also genau in diesem Bereich. Da kannst du dir auch mal so eine kleine Zone hier einzeichnen, ja, wenn du das möchtest. Das heißt, das ist eine sehr, sehr wichtige Zone. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder den Bounce. Das heißt, wenn wir jetzt hier oben unseren wichtigen Support hier verlieren an der Stelle, ja, mit unserem 50er, 20er und 13er EMA, dann gehe ich davon aus, dass wir spätestens hier in diesem Bereich wieder einen schönen Bounce kriegen. Und das ist genau der Bereich, wo du dann wieder wunderschöne Long-Positionen aufmachen kannst, weil du dann genau an der Stelle davon wieder profitieren kannst. Ja, wir müssen jetzt einfach immer geduldig sein. Wir müssen geduldig sein, warten auf unsere Möglichkeiten und dann unserer Trading-Strategie treu bleiben und dann kannst du davon wieder profitieren. Deshalb keine Panik, wenn du jetzt zum Beispiel hier den Long-Einstieg verpasst hast und diesen ganzen Run-Up oder ja, hier den Long-Einstieg verpasst hast und diesen Run-Up verpasst hast. Ja, es wird immer jeden Tag neue Möglichkeiten geben, die du hier verwenden kannst und darauf speziell ist natürlich dieser Kanal ausgelegt, damit du genau von dieser Volatilität profitierst, weil du willst natürlich, dass dein Portfolio wächst, du willst, dass dein Trading-Portfolio wächst und deshalb bist du hier an dieser Stelle auf jeden Fall genau richtig. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns das Ganze auf dem Tageschart an, wie es da im Moment aussieht, wie wir gestern unseren Tagesschluss hier reingekriegt haben und schaut es euch mal an, Freunde. Gestern war der gestrige Tag nichts anderes als nochmal ein Retest, wunderschön auf diese 41.490 US-Dollar. Jetzt denkst du dir, 41.490 US-Dollar, das ist ja ein Supportbereich nur auf dem Tageschart. Was war da? Ja, was ist da passiert? Und zwar ist es genau einmal an der Stelle, und jetzt haltet euch fest, Freunde, vom 19. April 2022 nichts anderes als dieses Hoch hier gewesen. Das heißt, wir wurden ja sehr stark abverkauft, hatten nochmal so einen kleinen Bounce und dann ging es massiv in den Bärenmarkt hier runter. Und das ist genau dieses Level. Diese zwei Level haben wir uns ja eingezeichnet gehabt. Ja, und jetzt ist mit dem gestrigen Tag Folgendes passiert, und zwar hat Bitcoin nichts anderes gemacht, als auf den Cent hier genau wieder diesen wichtigen Support hier anzulaufen. Auch hier haben wir das Ganze schon mal gemacht. Ja, wir sind hier ein bisschen drunter gefallen, hatten dann hier aber auch ganz guten Support reingekriegt. Und ihr seht, dieses Level ist echt wichtig. Deshalb zeichnet euch das ein. 41.490 US-Dollar auf eurem Tageschart. Solange wir hier drüber bleiben und keinen Daily Close hier drunter haben, keinen Daily Close unter dem 20er Daily EMA, der spätestens bis Samstag auch auf diesen wichtigen Support laufen wird, auf die 41.490 US-Dollar. Solange wir hier nichts runterschließen, gibt es für mich keinen Grund, irgendwie zu denken, dass jetzt Bitcoin hier nochmal massiv abstürzt und wir unter 40.000 US-Dollar gehen, okay? Deshalb werde ich auch bei meinen Trades noch keine Profite realisieren. Meine Trades bleiben weiterhin offen bis 48.000 oder 50.000 US-Dollar hier oben rein. Das ist auf jeden Fall für Bitcoin noch
dieses Jahr machbar. Ja, das wären noch 13%, 5000 Dollar, nochmal ein Anstieg nach oben. Ihr wisst selber, die Volatilität ist auf jeden Fall am Start und somit dann auch natürlich das Ganze hier bei unserem Bitcoin-Preis. Jetzt gehen wir aber rein in den 15-Minuten-Chart, schauen uns das Ganze an für euch Daytrader, weil jetzt gehen wir nämlich in die Thematik rein, die euch wahrscheinlich am allermeisten interessiert. Wo können wir neue Trades aufmachen? Was mache ich mit meinen Trades? Ist es jetzt sinnvoll zu traden oder eher noch abzuwarten? Das schauen wir uns jetzt an. Let's go. So, also wir sind auf den 15-Minuten-Chart bei unserem Bitcoin-Preis und Leute, jetzt wird die Sache natürlich richtig interessant und zwar, jetzt müssen wir uns das Ganze erstmal anschauen, was ist denn gestern jetzt hier erstmal passiert? Wir hatten gestern natürlich so ein bisschen eine News und zwar mit unseren Ledger, dass dieser gehackt worden ist, beziehungsweise ein Code gehackt worden ist, wenn du mit sogenannten D-Apps, also Web3-Applikationen, dann hier diesen verbunden hast. Das Ganze sollte jetzt auf jeden Fall wieder behoben sein. Ich habe euch da gestern auch abgedatet, auch auf unseren Telegram-Kanal. Deshalb schau da gerne rein. Wenn du hier noch nicht dabei sein solltest, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, damit du hier nichts mehr verpasst. Das bedeutet, ich baller hier immer alle wichtigen Informationen rein für euch. Ja, hier zum Beispiel auch das Ganze mit unseren Ledger gestern Abend. Das Ganze ist wieder behoben worden, deshalb keine Sorge, keine Angst. Ja, ihr könnt euren Ledger wieder ganz normal verwenden und da habt ihr auf jeden Fall jetzt hier keine Sorge. Aber nichtsdestotrotz, was halt spannend war, war nämlich folgendes, wo dann diese Ledger-News rumgegangen sind auf Twitter, ja, gab es bei Bitcoin auf einmal übelst den Abverkauf, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ja, das passt zeitmäßig sogar ganz gut, 14:30, 15 Uhr. Also deshalb da auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen, Leute, das wird es immer wieder geben und es war halt dann mal kurz einen Drop von 1800 US-Dollar, ja, um hier unten auch nichts anderes zu machen, um unsere Vektorkerzen hier unten zu fischen. Ja, wenn man sich das nämlich mal anschaut und mal einen Vergleich jetzt macht, wie sich das Ganze jetzt erstmal verhalten hat vor unserem Drop, ja, dann sehen wir, dass wir hier massiv viele Vektorkerzen hatten. Das lag natürlich zum einen daran, dass wir unseren Fed-Zinsentscheid hatten und dann hier auch Bitcoin sehr stark nach oben gestiegen ist. Das heißt, diese ganze Bewegung, was du hier siehst, war komplett News getriggert und du weißt auch, News werden immer sehr, sehr gerne abgeholt, ja, und werden dementsprechend wieder abgebaut und man geht wieder zum Ausbruchsniveau sozusagen zurück. Und jetzt haltet euch fest, Vektorkerze 1, Vektorkerze 2, Vektorkerze 3, jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. Und deshalb ist es wichtig, ja, dass du diese Vektorkerzen verstehst, weil wir einfach einen massiven Vorteil dadurch haben. Bumm, was ist passiert? Wir haben genau, aber wirklich genau diese Vektorkerze auf der linken Seite wieder abgeholt. Die ganze Bewegung wurde wieder abgeholt und wir wurden massiv hier wieder aufgekauft. Und jetzt haben wir aber ein folgendes Problem. Und zwar unser Problem heißt nämlich dieser Wick. Ja, das heißt, zeichne dir das auf jeden Fall mal ein. Das Ding gefällt mir absolut überhaupt nicht. Warum gefällt mir das nicht? Jetzt wirst du sagen, wow, ist doch voll gut, wenn wir hier aufgekauft werden. Ja, es ist gut, aber auf der anderen Seite wieder schlecht. Warum? Hier in diesem Wick, also in dieser Dochtkerze, die du hier siehst, sind massiv viele Long-Positionen. Das heißt, hier haben Leute gekauft, 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 ohne Ende gekauft. Ja, wie die Bekloppten, das sieht man hier unten dann auch nochmal ganz gut an diesem Volumenprofil. Da kam nichts anderes rein als nur Kaufvolumen. Schaut euch mal diese Volumenkerze hier an auf den 15-Minuten-Chart. Das ist genau das hier. Ja, da kam nichts rein, also nur Kaufvolumen. Und das wissen natürlich auch die Market Maker. Das heißt, wenn sie jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen den Kurs hier unten reindrücken würden, würden sie diese ganze Liquidität einsammeln, komplett diese Position wieder rausliquidieren, ja, oder ausstoppen auf ihrem Stop-Loss und dann wieder neues und frisches Geld in den Markt reinholen. Das heißt, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass zu 80-90% wir hier unten nochmal reinlaufen und jetzt aufpassen, denn genau darauf bereiten wir uns jetzt nämlich vor. Sollte Bitcoin das tun und sollte Bitcoin hier diesen Wick hier füllen, okay, müssen wir darauf achten, was genau hier unten passiert. Wenn wir nämlich dann hier unten in diesem Bereich, zum Beispiel bei S1 oder hier in dem letzten Drittel, nenne ich es einfach mal, ja, so ungefähr hier in dieser Zone, sehen, dass wir einen doppelten Boden reinbekommen, also ein bullisches Reversal, ist das für uns der perfekte Einstieg für eine neue Long-Position. Keine Finanzberatung an der Stelle, nochmal dazu gesagt, aber das ist genau das, auf das ich warten werde und das werden wir uns auch
auch gleich nochmal bei Ethereum anschauen. Ja, wir hatten ja dann hier auch nochmal ein schönes Double Top, sind jetzt hier aber nicht weiter nach unten gefallen, sondern eher in diese Seitwärtsphase jetzt hier reingekommen und unser Daily Open liegt ungefähr bei knappen 43.000 US-Dollar, was mich wieder ein bisschen stutzig macht. Wir gehen runter, testen das Ganze wieder an und werden instant die ganze Zeit wieder abverkauft und schaut euch an, auch hier mit diesem Wick, den wir hier gesehen haben, runter auf den 200er EMA wurden wir auch mal ganz kurz wieder um knapp 300 Dollar aufgekauft. Ja, und dieser Wick, Achtung, wurde jetzt hier wieder komplett gefüllt mit dieser Bewegung. Ja, auch dieser kleine Wick sogar. Und jetzt sind wir genau bei unserem Pivot Point. Unsere ganz wichtigen EMAs sind alle erstmal wieder über uns. Der 50er, 100er, 13er, 20er komplett über uns. Was allerdings sehr gut ist, ist folgendes, dass diese EMAs sehr nah beieinander sind. Das heißt, für den heutigen Tag, wenn wir es wieder nach oben durchschaffen sollten, müssen wir erstmal durch den 50er EMA. Das ist im Moment so eine kleine, ja, Widerstandszone von 140 US-Dollar. Wenn das passiert, gehen wir auf unser Daily Open und dann wird sich zeigen, ob wir hier dann nochmal eine Reaktion sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr hoch, weil wir immer bei unserem Daily Open eine Reaktion sehen. Das heißt, da kann man auf jeden Fall mal drauf achten, dass wir dann hier nochmal nach unten fallen. Und wie gesagt, Leute, habt das im Hinterkopf. Das muss nicht sein, dass das heute gefüllt wird. Ja, aber es kann durchaus möglich sein, dass wir zum Beispiel am Wochenende hier dann nach unten fallen, einen kurzen Wick dann hier reinkriegen, kurz kleines bullisches Reversal formen und dann hier sofort wieder nach oben bouncen. Das musst du im Auge behalten. Darauf bereiten wir uns jetzt einfach hier vor. Ja, Widerstand, ganz klare Sache. Es sind natürlich diese zwei hoch vom gestrigen Tag. Ihr seht es hier auch nochmal ganz gut. Das ist erstmal sehr starker Widerstand für uns. Das bedeutet, wenn wir hier drüber kommen, ja, dann ist der Weg erstmal frei Richtung M4. Psi-High, Psi-Low ist dann noch über uns. Aber da werde ich dich dann auch nochmal in Telegram drauf updaten. Dann ist es so, schauen wir uns auf jeden Fall dann das Ganze noch bei Ethereum an. Bei Ethereum ist eigentlich so ein ähnliches Szenario. Bloß, ja, macht sich Ethereum jetzt schon auf den Weg, diesen Wick zu füllen auf den kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, auch hier haben wir diesen Wick gehabt nach unten und ihr seht, wir sind jetzt hier gerade dabei, diesen Wick zu füllen. Wir sind auch jetzt auf dem 15-Minuten-Chart auf dem 800er EMA jetzt an der Stelle, genau nämlich hier. Und jetzt wird es interessant, auch bei Ethereum, wenn wir hier unten den doppelten Boden formen, ist das nochmal ein perfekter Einstieg mit richtigem Risk Management für eine mögliche Long-Position, aber wirklich nur, wenn wir hier ein bullisches Reversal formen. Was mir nicht so gut gefällt, ist bei Ethereum, dass wir unser Daily Open kaum angetestet haben. Das heißt, wir sind die ganze Zeit kontinuierlich jetzt hier nach unten gefallen. Wenn wir hier oben jetzt schon den doppelten Boden formen, ist das natürlich auch nochmal ein schöner Einstieg für uns. Ja, schön bei unserem 800er EMA, beziehungsweise ist es der 800er, ja, der 800er EMA auf dem 15-Minuten-Chart, wäre natürlich gefundenes Fressen für uns. Das heißt, auch hier, wenn sich jetzt so ein bisschen was hier formen wird, hat man hier auch nochmal eine Möglichkeit. Das heißt, ihr seht's, ja, Bitcoin oder auch Ethereum und der gesamte Kryptomarkt ist im Moment so volatil, dass wir eigentlich in jedem Chart, auch bei Altcoins, sehr, sehr gute Trades mitnehmen können und deshalb gerne auf jeden Fall mal abonnieren und gerne hier nochmal reinfolgen und vor allem die Glocke aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn hier was reinkommt. Jetzt schauen wir uns noch kurz meine Trades an. Wenn du hier auch traden möchtest, dann kannst du das gerne tun und zwar findest du unten im angepinnten Kommentar oder auch in der Videobeschreibung meine Affiliate-Links, einmal zu Femex oder dann auch nochmal hier zu BitGet. Das ist auch kein Geheimnis, das sind Affiliate Links, das heißt, die Gebühren, was hier anfallen, ja, bekomme ich einen Teil davon ab. Das heißt, ja, wenn die Leute hier traden, würde das normalerweise 100% an die Börse gehen. Ich bekomme dann einen Teil davon ab und somit, ja, unterstützt du diesen Kanal, dass es von Montag bis Sonntag immer ein Update-Video gibt, Mittwochen Livestream, Sonntagen Livestream, Sonderupdates und so weiter und so fort. Deshalb auf jeden Fall danke für deine Unterstützung. Ist auch kein Geheimnis, mache ich auch kein Geheimnis draus. Ihr wisst ja, völlige Transparenz für euch an dieser Stelle. Jetzt ist es so, meine Bitcoin-Trade ist auf jeden Fall offen und der Cardano Trade ist auch weiterhin offen. Der Cardano Trade läuft weiterhin sehr, sehr gut mit knapp 33.000 US-Dollar und unser Bitcoin Trade mit knapp 23.800 US-Dollar. Ich werde, wie gesagt, bei knapp 48.000 bis 50.000 US-Dollar diesen Bitcoin Trade dann hier minimieren. Das bedeutet, ich werde Profite realisieren. Ihr seht, die Funding Fees werden langsam etwas groß, auch natürlich bei Cardano, aber ja, wenn man dementsprechend so in dem Profit ist, kann man das erstmal noch aushalten. Das heißt, das ist auf jeden Fall noch ganz okay und da werde ich im Moment weiterhin erstmal noch nichts anpassen. Dann gehen wir rein und schauen uns noch eine wichtige Sache an und zwar einmal hier
unseren Vergleich zu unserem Nasdaq, zu unserem S&P und hier unten ist noch unser Dow Jones. Ich mache mich mal hier jetzt mit der Kamera ganz kurz mal einfach jetzt ein bisschen kleiner, damit du das hier ganz gut sehen kannst. Und zwar ist es so, dass wir hier einmal unser Nasdaq haben. Das heißt, das war unser All-Time-High von unserem Nasdaq und wir sind kurz davor, hier dieses All-Time-High wieder anzulaufen und anzutesten. Genau das gleiche haben wir beim S&P gemacht. Auch hier hatten wir unseren Peak. Auch hier sind wir wieder rein und haben das Ganze angelaufen und angetestet. Und das gleiche auch bei unserem Dow Jones. Da hatten wir auch unseren Peak. Da haben wir sogar ein neues All-Time-High gemacht. Und bei unserem DAX ist das Ganze auch dasselbe. Und jetzt, Freunde, schaut euch mal an, was Bitcoin nämlich hier hat. Bitcoin hat auch hier oben seinen Peak, aber wir sind noch massiv entfernt von diesem All-Time-High. Die Frage an dich jetzt, glaubst du, dass Bitcoin diesen Peak jetzt hier in den nächsten 1, 2, 3 Monaten auch nach oben macht und somit den traditionellen Märkten folgt? Ja, oder hast du eine andere Meinung? Schreib es gerne mal unten rein in die Kommentare. Ich fand dieses Schaubild wirklich sehr, sehr, sehr spannend und interessant, weil es einfach uns zeigt, dass der traditionelle Markt massiv vorgelegt hat und Bitcoin jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen einfach komplett auch nachzieht. Ja, jetzt wird sich natürlich entscheiden, zieht er nach bis zum Peak, also bis zum All-Time-High, oder sehen wir davor nochmal eine massive Korrektur. Des Weiteren müssen wir uns die Liquidität noch anschauen. Bei der Liquidität tut sich eigentlich nichts. Auch seit dem letzten Update haben wir auch reingeguckt, 38.000 US-Dollar liegen 316 Coins, also auch nicht viel über uns. 44.000 US-Dollar kommt das nächste bei 228 Bitcoins hier rein. Also auch da ist die Sache erstmal entspannt. Was noch interessant ist, ist unser Fear and Greed Index. Fear and Greed Index zeigt uns immer an, na, wie sind die Leute denn drauf? Sind sie eher gehypt? Sind sie unsicher und so weiter? Und im Moment gehen wir wieder in diese Greed-Phase rein, was wir allerdings schon seit ein paar Tagen und Wochen haben. Das heißt, immer wenn wir so in dieser grünen Phase sind, heißt es absolute Vorsicht. Wie wird das ganze Ding berechnet? Mit der Volatilität, Marktvolumen, Social Media, Dominanz, Trends und so weiter zählt hier alles rein. Und wenn man sich einfach mal anschaut, ja, wie wir uns hier aufhalten, eigentlich seit dem 24. Oktober sind wir in einer Phase zwischen 60 und 70 Punkte. Also wir sind hier in einer Konsolidierung bei unserem Fear and Greed Index und immer wenn dieser sehr, sehr stark ausschaut, schlägt nach unten oder nach oben, ja, dann heißt es hier smart sein, weil immer wenn wir zum Beispiel hier unten sind, heißt es wunderschön nachkaufen. Wenn wir hier oben sind, heißt es erstmal ein bisschen darauf achten, um Profite zu realisieren. Das soll es fürs Video gewesen sein. Ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, dir hat es trotzdem gefallen. Lass auf jeden Fall gerne ein Abo da, gerne liken, kommentieren und die Glocke aktivieren, damit du nichts mehr verpasst. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende. Gerne das Video teilen. Hau rein, bis dann. Dein Basti. Ciao, ciao.